Hallo, liebe Savages. Wir buddeln, oder der Salim, er buddelt gerade ein Loch für den Kompost, damit es zu guter Erde wird. Hier sieht man die Erde, das ist schön rot, die ist sowieso schon gut, wir machen sie noch besser mit dem ganzen Kompost, den wir haben. Wir haben auch schon Kübel gekauft, Scheißkübel. Das hören wir da alles jetzt reinhauen. Geregnet, deshalb ist die Erde so schwer, oder? Ja, die ist schwer, aber weich. Perfekt. Das Gute ist, sie ist schön weich. Perfekt. Yes. Ja, wie Ellie schon gesagt hat, kommt hier die ganze Scheiße rein. Hopp, nicht nur Scheiße, sondern auch Obst, Gemüse, alles, was man in der Küche so verwendet, kommt da rein. Natürlich kein Plastik. Und das lassen wir dann einfach so arbeiten. Und so nach ein, zwei Jahren haben wir wunderbare Erde, um dann neue Bäume zu pflanzen und so weiter. Ja, das werden wir jetzt machen. Wir haben uns dafür entschieden, erstmal das unter der Erde zu machen. Ist einfach, sieht cooler aus. Man muss einfach nur Bretter oben drauf machen und fertig. Statt jetzt hier so ein riesen Ding voller Tiere, Bienen, Fliegen und den ganzen Müll, lieber unter der Erde. Stinkt auch nicht. Stinkt auch weniger, genau. Vollkommen richtig. Weiter geht's hier. Genug gelabert. Jetzt bin ich wieder hinter der Kamera. Ich bin fix und fertig. Ich habe das Loch vorhin gegraben. Und dann habe ich so ein kleines Nickerchen gemacht. Und ja, wir schauen uns jetzt mal das Ergebnis an. Das vorläufige Ergebnis. Trommelwirbel. Wir sind gleich da. Ich finde, ich habe gute Arbeit geleistet. So, das ist unser Kompostloch. Ja, und ihr seht, ich habe schon trockene Blätter reingegeben. Ich werde das jetzt noch ein bisschen komplett abdecken, da unten mit trockenen Blättern. Und danach kommt der ganze Kompost rein, ne? Also Scheiße, Obstreste, Gemüsereste und so weiter. Das kommt dann alles immer hier rein. Und dann wird es schön Temperatur bekommen. Und daraus wird dann irgendwann extrem, extrem, extrem fruchtbare Erde. Ja, meine Lieben, während ich das Ganze gegraben habe, hatte ich mehrere Ideen. Zum Beispiel könnte man so Schlammlöcher graben. Was genau meine ich damit? Ich meine damit die Hälfte davon ungefähr, ne? Also vom Umfang her. Und dann einfach Wasser rein und dann kann man sich richtig schön mit dem Schlamm duschen, einreiben und so weiter. Also man kann daraus ein Ritual machen. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache für das Savage Mindset. Jo, schreibt alle mal in die Kommentare, wie gut dieses Loch geworden ist. Ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht. Ich bin schon stolz drauf, muss ich sagen. Ja, meine Lieben. Auf jeden Fall, der ein oder andere hat es mitbekommen. Wer private Einblicke genießen möchte von dem Projekt Savage Camp, sollte unbedingt ein Patreon-Unterstützer werden. Ich blende den Link ein. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr für nur 20 Euro im Monat die tiefsten, privatesten Einblicke bekommen. Privater geht es nicht, ne? Und es kommen auch sehr viele Videos online. Also ich bin da sehr, sehr aktiv. Und da seht ihr so, was wir so treiben. Also so ein Blick hinter die Kulisse sozusagen.
Ja, das war's schon für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Salut.